Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. Ja, also der jetzige Drop ist ein bisschen lang. Ja, bevor es losgeht, kleiner Reminder, bin heute live auf Twitch, so um 20.30 Uhr. Und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen könntet. Vielleicht gibt es sogar noch ein, zwei Embleme. Machen wir es jetzt mal weiter mit dem Drop. Der ist nämlich ein bisschen lang. Es werden nämlich einmal die PvP-Maps vorgestellt, dann die Boss-Profile, also so der Hintergrund von den Bossen bei der aktuellen Pantheon-Aktivität, die jetzt noch dazu gekommen ist. Dann Pantheon Rewards. Raoul wird ein bisschen bearbeitet. Die Shader werden auch ein bisschen überarbeitet. Dann gibt es ein großes PvP-Update. Dann wird noch daran erinnert, dass der Super Black Shader ab dieser Woche aktiv ist. Und dann gibt es noch etwas bezüglich Windows 7 und 8. Also hier PvP Macpack Launch, das ist am 7. Mai, das ist also nächste Woche Dienstag, da gibt es drei neue Maps. Hier sind auch nochmal die Karten aufgebaut von den drei Maps. Es wird für diese drei Maps auch noch eine extra Playlist geben, dafür, dass man halt, wenn man nur diese drei Maps spielen will und die erkunden will sozusagen, dann kann man wirklich dann die Playlist starten und ist auch direkt drin und muss nicht irgendwie hoffen, dass man irgendwann mal so eine Map bekommt. Dann gibt es noch eine neue Playlist. Und noch dazu auch ein neues Emblem. Und hier kommen wir auch direkt schon zu Pantheon. Einmal Golgoroth und was da für Gegner auftauchen. Und die ganzen Aktionen, Buffs und Debuffs. Dann der Caretaker natürlich. Und noch Atrax. Und hier haben wir die Planetenphase. Kann mir nicht merken, wie der Boss heißt. Dann gibt es hier die Pantheon Rewards. Wenn man das abgeschlossen hat, kann man sich auf jeden Fall so einen Ring holen. Dann Raoul wird überarbeitet. Das ist auf jeden Fall richtig interessant. Denn jetzt gibt es für jedes Mal, wenn wir ein Gramme einlösen, einen Rangpunkt sozusagen, also Rang-EP. Und dann können wir ihn upgraden und kriegen dann natürlich auch nochmal ein Gramme. Und vor allen Dingen, was auch richtig interessant ist, Raoul wird eine neue Quelle sein für die aktuellen Exos, die man bekommt. Denn aktuell muss man ja immer verlorene Sektoren laufen und muss auch dafür sorgen, dass wenn man jetzt zum Beispiel Arme haben will, muss man halt auch warten, bis Arme drin sind. Das ist auf jeden Fall auch richtig interessant. Dann kann ich mein Exo-Geld schon wieder überarbeiten. Okay. Es wird auch so sein, dass wenn wir verlorene Sektoren laufen, dass nicht mehr das Exo direkt droppt, sondern wir da ein Exo-Zentrum bekommen, was man dann auch bei Raoul einlösen kann. Und dann noch zum nächsten Punkt, und zwar nämlich die Shader werden überarbeitet. Und zwar, wie sie dargestellt werden mit dem Icon. Wo ich sagen muss, ja, das ist ganz nett, aber im größten Teil sieht man eh nur, was da für Farben drin sind. Und dann packt man die eh als Vorschau auf den Hüter drauf, um zu gucken, halt, wie es beim Hüter aussieht. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Das hier ist halt der alte Jadehase-Shader. Und das ist halt dann jetzt der neue Jadehase-Shader. Hier sieht man halt das, was um den Ecken ist. Das ist halt der Part, der leuchtet. Und dann gibt es halt so Leder, was dann ist. Und irgendwie in der Mitte auch. Und halt die ganzen verschiedenen. Also eigentlich, man könnte es eigentlich so sehen. Ja, es sind ein paar Farben hinzugekommen, die aber vorher schon beim Shader da waren, halt nur nicht bei dem Icon zu sehen waren. Aber gut. Dann PvP Strike Team Update. Das Ding ist mega lang. Und da das ja hier nur eine kurze Zusammenfassung und ein Überfliegen des Drops sein soll, lasse ich das jetzt mal außen vor, weil das ist echt viel und ich glaube, viele von euch sind jetzt auch nicht so doll im PvP drinne. Dann steht hier nochmal, dass der Super Black Shader ja jetzt aktiv ist, weil jetzt alle Waffen verfügbar sind und damit auch jede Waffenquest. Und dann steht hier noch, dass ab dem 4. Juni, also ab The Final Shape, die Unterstützung für Windows 7 und 8 halt dann nicht mehr gewährleistet ist. Ja. Das gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es halt hier noch bekannte Probleme. Dann haben wir hier noch einmal den Clip of the Week und Art of the Week. Ich muss sagen, sieht echt cool aus. Jo, das wäre es jetzt soweit erstmal. Das war wie immer ein grober Zusammenschluss, ein grobes Überfliegen. Und dann gehen wir jetzt weiter zum Epperversum. Also, erste Seite vom Epperversum haben wir einmal Rimshot. Dann haben wir ein Ornament für Hammerhead und wir haben Datengitter-Auftritt. Sieht schon cool aus. Dann Appositamismus. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus bezüglich halt dem knalligen Orange. Und fröhliche Präsenz. Da
Das sieht auch irgendwie echt cool aus, so mit dem Chrom. Dann auf der zweiten Seite. Störerischer Zauber. Dann haben wir Arme für den Hunter. Dann sind das die Arme für den Warlock. Für den Titan haben wir diese Arme, die echt gut aussehen. Also, sieht interessant aus. Und für den Warlock haben wir diese Arme hier. Ja, ganz nett. Dann haben wir hier eine überladene Geisthülle. Das ist, glaube ich, von diesem Arkus-Set. Dann haben wir ein kleines süßes Schiff. Der Sargträger. Okay. Dann einsames Heulen. Okay. Dann ein Ornament für die Scharlach. Und noch eine Geistprojektion. Unendlichkeitstürprojektion. Okay. Dann blutiger Zahn. Den Shader habe ich sehr oft mal drin. Ist einfach nur schwarz und rot. Sehr geil. Dann Kupfermarke. Ja, Kupfer halt. Dann Kohle des Nordens. Das ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal drin. Und dann haben wir noch fluchbelandenes Azur. Dann korrumpierter Äther. Dann Schrei der Harpie. Und Traumschimmer. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt einmal zu Xur rüber. So, kurz Nase geputzt und dann sind wir direkt bei Xur. Er hat einmal auf jeden Fall die Prometheus-Linse dabei. Ist auf jeden Fall ganz interessant, weil es Leute einfach anzündet. Dann haben wir die Glücksbeere dabei. Ja, aber da würde ich jetzt auch sagen, dass es jetzt nicht so der tolle Perk-Trade ist. Also bezüglich auf Erholung, Belastbarkeit und so Sachen. Dann Dünenwandler. Auch nichts wirklich Tolles. Und der Fluchtkünstler ist jetzt auch nicht wirklich toll. Also die Exos sind alle gut, aber keine guten Perks. Dann wahre Prophezeiung, nein. Dann Impulsgewehr. Ich glaube, für PvP ist das ganz okay, oder? Mit Reichweite will ich auch den reinmachen. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber hier mit beweglicher Zielscheibe und so. Wäre vielleicht was für PvP. Dann haben wir die Ikalus. Wer die noch nicht craften, also wer die noch frei hat, kann sich die craften. Aber so an sich ist das jetzt diesmal nicht so gut. Dann der Granatwerfer ist auch nicht wirklich toll. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Also für PvE und dann auch wirklich nur für irgendwelche Trashfights. Also an sich kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann das Maschinengewehr ist jetzt auch nicht wirklich toll. Und das Linearfusionsgewehr hat jetzt auch keine tollen Perks, leider. Dann gucken wir mal die Rüstung an. Arme, nee, Brust auch nicht wirklich. Der Helm geht auf jeden Fall und die Schuhe sind jetzt auch nicht wirklich so toll. Und die Falkenmond ist leider auch nicht toll. Ja gut, dann gehen wir jetzt einmal auf Titan und Warlock. So, also Titan hat, oh, das sind eigentlich vom allgemeinen Gesamtstats her 67, das ist das höchste, was es gibt, aber da ist so viel Mobilität drauf. Und Mobilität will man nicht, da will man lieber Erholung haben oder Stärke oder noch mehr Belastbarkeit. Ja, die Brust ist auch nicht wirklich toll, ja, der Helm ist auch nicht wirklich und die Beine auch nicht wirklich. So, auf dem Warlock haben wir nicht so geile Schuhe, Handschuhe, Oberkörper ist auch nicht wirklich gut, der Helm auch nicht. Die Schuhe auch nicht. Aber der Helm sieht cool aus. Nehme ich mir mit. Für die Optik. Ja gut. Apropos Optik, dann gehen wir jetzt mal zu Ada. Genau. So, was hat denn die liebe Ada für uns? Sie hat restaurierte schwarze Waffenkammer. Ja. Dann Bray-Innovation und neue Monarchie-Allianz. Okay. Das war's dann jetzt auch mit dem dieswöchigen Text. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, ich bin heute Abend live auf Twitch. Da wird es dann vielleicht so ein, zwei Embleme geben, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.